Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und im heutigen Androids Teambuild Guide, sowohl auf der globalen Version mit C17 als auch auf der japanischen Version mit C21. Denn ich hatte das Glück, auf Global habe ich C17 gezogen, auf der japanischen Version C21. Jedoch, wenn ihr beide auf einer Version habt, dann spielt beide. Nehmt zum Beispiel C17 als Leader und C21 in das Team. Warum C17 als Leader? Denn C17 gibt 170% auf HP und Attack. C21 gibt auf jeden 150, deswegen würde ich da ein bisschen den besseren Boost mitnehmen, sage ich mal. Aber auch wegen seiner Passive, weil er quasi Ki plus 3 gibt für jeden Verbündeten, würde ich auch als Friend immer C17 nehmen. Heißt, wenn ihr beide Karten habt, C17 als euren eigenen Leader, C21 im Team und C17 als Friend. Wenn ihr natürlich kein C17 als Friend findet, aber C21, dann nimmt sie. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Aber wir werden uns das gleich detaillierter ansehen oder genauer ansehen, wie denn ein Team aussehen könnte mit beiden im Team. Bevor wir dazu kommen, fangen wir erstmal auf der globalen Seite mit dem Teambild an. Nämlich, wenn wir mal gucken hier, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben C17 als Leader. Dann gehen wir in unsere Charakterliste und filtern diese Charakterliste erstmal auf Androids, auf den Androids-Tag. Denn dann werden euch eure Androids-Charaktere angezeigt. Ja, C17 gibt zwar auch super physisch Charakteren einen Boost, nämlich Ki plus 3 auf 90% auf alles. Aber wenn ihr euer Team nur mit Androids Charakteren füllen könnt, dann würde ich erstmal das machen. Wenn nicht, dann füllt sie mit super physisch Charakteren logischerweise auf, wenn ihr C17 als Leader habt. Alles klar, was machen wir? Ganz easy, Freunde. Wir halten erstmal Ausschau natürlich nach unseren besten Charakteren, aber auch behalten im Hinterkopf, wie wir die Rotationen bauen wollen. Falls ihr Fragen zu den Rotationen habt, Freunde, in jedem neuesten Video ist in der Beschreibung ein Link, da steht Rotationen dran, da ist ein Link zu meinem Video, das könnt ihr euch gerne in aller Ruhe ansehen, dann seid ihr da auf jeden Fall auch gedeckt. Alles klar, Rotation 1, wie sieht das Ganze aus? Wir nehmen natürlich in die erste Rotation mit unseren C17, sagen wir mal. Dann suchen wir für ihn einen Partner. Okay, wir schauen einfach mal Ausschau nach unseren besten Androids-Charakteren, alle Androids zum Beispiel. Alle Androids können wir in einer Rotation spielen mit C17. Okay, jetzt gucken wir die zweite Rotation an. Brauchen wieder zwei Charaktere. Wir nehmen Super 17 mit, der ist auf 100%, ist auch selbst individuell ein starker Charakter. Und ein Partner für ihn, nehmen wir mal zum Beispiel hier Perfect Cell. Wir haben zwar einen 100% Hellfighter 17, aber auf die komme ich gleich drauf zurück zu sprechen. Okay, dann nehmen wir Perfect Cell, der links auch solide mit. Wie heißt unser Boy? Super 17, sind drei Linkskills, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Shocking Speed, Fierce Battle und Nightmare. Warum nicht? Alles klar. Jetzt können wir uns zwei Rotationscharaktere ansehen. Auf jeden Fall, beziehungsweise aussuchen, auf jeden Fall in jedem Androids-Team würde ich C21 mitnehmen, denn sie ist ein Supporter, ein Muss in einem Androids-Team. Sie gibt den Androids-Charakteren Ki plus 2 und Attack und F30%. Ich habe sie an der Stelle auf 15 Dodge geskillt, auf 3 Additional Attack, 3 Crit. Warum? Ich habe da ein bisschen auf die Zukunft geschaut. Ich habe mir überlegt, du, wenn in Zukunft ein Super Battle Stage hinzukommt für die Kategorie Androids, dann will ich auf jeden Fall, dass sie so wenig Schaden wie möglich mitnimmt, eben weil sie ein Supporter ist, und deswegen habe ich hier Level 20 Dodge gegeben. 3 Additional Attack, 3 Crits, sie macht soliden Schaden, deswegen auch, also sie macht nicht schlechten Schaden, sage ich mal, deswegen auch 3 Crit und 3 Additional, weil sie uns durch die Ulti hielt. Sie wird wahrscheinlich lange Zeit als Supporterin agieren in einem Androids Team. Ihr müsst sie nicht unbedingt auf 100% bringen, ich würde sie aber euch empfehlen, auf jeden Fall sie auf SA10 zu farmen. Okay, sie ist unsere Supporterin. Wir könnten jetzt einen zweiten Rotationscharakter mitnehmen, sei es ein Supporter oder ein Charakter, der irgendwie auf individuelle Weise stark ist, die Rotationen deckt mit Linkskills und Stun kann etc. etc. Okay, zum Beispiel können wir mitnehmen C18. Sie ist eine Orb-Changerin, warum nicht? Die können wir mitnehmen, sie change Orbs als Rotationscharakter. Jedoch brauchen wir in dem Team eigentlich keinen Orb-Changer, weil wir haben keinen Nuker wirklich. Wir haben zwar einen Ella drin, aber der kommt auch gut auf seine Key, weil wir C17 zweimal haben und Ki plus 3 je Passive bekommen. Alles klar, wir könnten zum Beispiel Hellfighter 17 mitnehmen, der hat eine Rare Chance to Stun, warum nicht, linkt sich gut mit Super 17, ist bei mir auf 100% und so und so fort, Freunde. Wie gesagt, ihr könnt euch das selber aussuchen. Nehmen wir jetzt einfach mal so, Zuschauer hier C18 an, okay. Alles klar, so könnte zum Beispiel ein Androids-Team aus meinen Charakteren aussehen. Wie könnte das aber im Allgemeinen aussehen auf Global momentan, wenn ihr quasi alle Androids-Charaktere habt? Nun, da habe ich mir sowas überlegt, und zwar, wenn wir da quasi C17 als unseren eigenen Leader haben, ihn können wir in einer Rotation halten mit C16, linken sich mit 3 Linkskills, an der Stelle haben wir auch Rival Duo, ist wichtig, kann man auf jeden Fall mitnehmen, oder mit C21, je nachdem wie ihr wollt, natürlich tut dann einen Charakter rein oder raus rotieren, sei es jetzt C16 oder C21. Die andere Rotation könnt ihr halten mit Super 17 und Perfect Cell zum Beispiel. Super 17, Perfect Cell, individuell sehr gute Charaktere.
Oder ich habe da mal Hellfighter 17 hingetan. Man könnte auch Super 17 mit Hellfighter 17 halten, falls ihr Perfect Sand nicht habt. Warum? Sie teilen sich 6 Linkskill, alles. Aber das sind Linkskill, die... Also die Linkskill, die Hellfighter 17 hat und die Perfect Sand nicht hat, sind Linkskill, die zum Beispiel einen Death Boost geben und Key. Aber das, darauf kann man verzichten. Deswegen, wenn ihr eigentlich Perfect Cell habt und einen Hellfighter 17, dann will ich mich für Perfect Cell entscheiden. Es sei denn, euer Hellfighter 17 ist überragend stärker wie eure, also sagen wir mal auf 100% und euer Cell hat, ist SE1 und hat keinen Dupe oder sowas. Versteht ihr, was ich meine? Alles klar. Weil Perfect Cell macht auch immens Damage an der Stelle. Okay, und als Support haben wir ganz klar natürlich C21-Logo. Alright, wie sieht jetzt aber mein Team aus? Wenn ich mir ein Android-Team bauen würde, das sieht dann folgendermaßen aus, Freunde. Ich habe hier mich dafür entschieden, ich werde C17 in einer Rotation halten mit Perfect Cell. By the way, warum haben wir nicht Tech Cell drinnen, Tech Perfect Cell? Weil der ohne sein EZA nicht so gut ist wie das Strength Cell. Aber nach seinem EZA, das sehen wir gleich auf der japanischen Version, nimmt man ihn auf jeden Fall mit. Okay, mein Team auf Global, Android-Team sieht folgendermaßen aus. Ich habe C17, Perfect Cell in einer Rotation. Sie teilen sich nicht solide, sage ich mal. Es sind zwei Linkskill, es ist einmal 4 Battle und Shocking Split. Das ist aber nicht schlimm. Denn sie bekommen Key durch C17s Passive. Fierce Battle reicht da vorsichtig ausgedrückt für einen Angriff Boots in der Hinsicht. Das kann man auf jeden Fall machen. Also da muss man nicht allzu viele Bedecken haben. Die andere Rotation halte ich Super 17 mit Hellfighter 17. Und diese Rotation, auf die freue ich mich auf jeden Fall, weil die Charaktere teilen sich 6 Links. Und da bin ich echt gespannt, was da abgeht. Als Rotationscharakter habe ich alle Androids. Hätte ich C21, würde ich C21 mitnehmen. Aber ich habe sie leider nicht, deswegen nehmen wir einfach mal alle Androids mit. Und... Also sie ist individuell stark, linkt sich overall gut mit dem Team, ja, das sollte man nicht unterschätzen, mit mindestens zwei, drei Linkskills, sage ich mal. Und ansonsten haben wir natürlich unsere Supporterin mit dabei. So viel zur globalen Seite, wir werden auch gleich das Team showcasen, sowohl das globale als auch japanische Team. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns mal ganz kurz die japanischen Teams an. Wie könnten die japanischen Teams aussehen aktuell in JP, wenn man alle Charaktere hat? Nun, zum einen könnte das folgendermaßen aussehen, wir haben C17 als Leader. Halten ihn zum Beispiel in einer Rotation mit Super 17, sind drei Linkskill, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die andere ist jetzt Tech Cell und LR Cell. Teilen sich hier 4 Linkskill. Tech Cell nach seinem EZA wird unglaublich gut, Freunde. Den kann man auf jeden Fall verwerten. Die hatten wir in einer Rotation. Die haben hier 4 Linkskills, wie gesagt, an der Stelle. Rotationscharakter könnt ihr C21 halten. Und als Supporter habe ich mal zwei Supporter hingetan. Nehmt ihr entweder C21. Sie gibt jedem Android-Kategorie-Leader ihren Passive-Skill, Support-Passive-Skill. Der World Tournament Cell, Tech Cell, der gibt nur Extreme-Class-Verbündeten. Ihr könnt natürlich auch beide in ein Team nehmen, dann habt ihr zwei Supporter. Liegt quasi an euch, deswegen habe ich mal beide hingetan. Okay, so könnte zum Beispiel das auf JP aussehen mit den Rotationen. Man könnte auch ein bisschen anders gestalten, nämlich wenn wir das Ganze ein bisschen so willenslastig halten wollen, dann nehmt ihr C21 als Leader, C21 als Supporterin. By the way, warum kann man C21 die zwei in ein Team nehmen? Sie haben andere Namen. Die in C21, die hat im Namen noch gut dran. Oder hier, apropos Namen, könnt ihr den Rest quasi mit mehr oder weniger Cell-Charakteren schmücken. Ihr hättet hier EZL-Cell mit LS-Cell in einer Rotation und dann seht ihr auch schon da unten, ist wirklich nice. Haben wir noch einen Support-Cell, der kommt mit rein, weil der hat noch im Namen GT und der andere heißt Cell in Klammern Perfect. Deswegen funktioniert so ein Team zum Beispiel auch, wäre ein geiles Fun-Team, sage ich mal, macht aber seinen Job auf jeden Fall gut. Anyway, wie sieht denn aber schlussendlich mein Team auf JP aus? Folgendermaßen sieht das aus, Freunde, und zwar habe ich quasi aus meiner Krankenliste das Beste gemacht, was ich machen konnte. Und ja, so wie auf Global, wie wir das am Anfang angesehen haben. Ich habe mit C21 als meine Leaderin in einer Rotation mit Super 17 physisch. Das ist der SRC17 bzw. Hellfighter 17, den man zu Super 17 erwecken kann. Die teilen sich mit 4 Linkskills, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten haben wir EZA-Cell mit LSL in einer Rotation und die 2 Supporter habe ich noch mit reingeklatscht. Aber wieder zurück auf Global, und zwar werden wir uns quasi jetzt erstmal mein Team, mein Global-Team, mein Android-Team anschauen im einem kurzen Dokument, dann das japanische. Und wie gesagt, Freunde, wegen dem Bild, macht euch bewusst, nimmt euren Leader, sei es, wenn ihr 17 habt, C21, macht die zwei Rotationen klar, die zwei Rotationscharaktere. Wenn ihr euer Team nicht füllen könnt mit Android-Charakteren, dann nimmt auch super physisch Charaktere, könnt ihr mit rein, wenn ihr C17 als Leader habt, bei C21, sie gibt nur Android-Kategorie ihren Kategorie-Charakteren ihren Boost. Aber es gibt auch gute Free-to-Play-Varianten, wie zum Beispiel hier die C18, die wir letztens hatten, oder C17 etc. Da könnt ihr gerne mal reingucken. C16 hier vom Strike-Event, der ist auch eine Free-to-Play-Variante. C17 haben wir auch hier abgedeckt. Und so weiter und so fort, Freunde. Heißt, ich suche mal ganz kurz ein Event für uns aus. Dann showcasen wir das Team mit C17 auf Global und dann das Team auf JP mit C21. Und nochmal zum Schluss zum Teambuild-Aspekt. Wenn ihr beide habt, wie wir es gesehen haben, nutzt natürlich bei dem Team und dann sehen wir uns gleich wieder im Event.
Alles klar, Freunde, und wir sind im Doken-Event von Physisch Super Vegito, sind einfach mal da reingehaut, warum nicht? Ich wollte nicht in das von C17 reingehen, in das neueste, denn... Oh, warte, wie machen wir das Ganze hier? Denn... Ich habe nicht viele Charaktere im Android-Team, die Melee-Schaden machen, deswegen würde das lange dauern in der letzten Stufe, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, und falls ihr neu seid und das Ganze euch ebenso gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt und in Zukunft nichts verpassen wollt. Bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für euren ganzen Support in der letzten Zeit und auch gerne weiterhin in der Zukunft, mein Hashtag OZFighter, vielen Dank für alles. Okay, und zwar werden wir uns das Ganze jetzt erstmal auf Global ansehen, das Team. Ihr werdet ganz schnell merken, dass es funktioniert, das Team, so ist nicht. Dann gehen wir rüber auf JP, gucken uns das an, wie es auf JP ist. Und auf JP habt ihr gemerkt, da gibt es ein, zwei Änderungen. Tech Cell Zeit eine Rotation, ja. Tech Cell nimmt man dann mit rein, quasi statt Strength Cell und natürlich LS Cell, wenn man das Glück hat, ihn zu ziehen. Wie gesagt, Freunde, wenn ihr, Moment, wie machen wir das Ganze? Wir haben Super 17 rausrotiert, der soll hier reinkommen. Wenn ihr, wie gesagt, beide habt, dann nimmt C17 als euren eigenen Leader, C21 in das Team, als Friend auch C17, wenn ihr keinen findet, nimmt C21, da wisst ihr auf jeden Fall bestimmt schon Bescheid, aber, ja, so will ich das Ganze machen. Ich habe leider nicht beide auf einer Version, macht nichts, deswegen sind wir hier in der Konstellation. Ihr habt wahrscheinlich auch oft gemerkt, ich habe oft auf L-Androids verzichtet, wenn ich darüber gesprochen habe oder die Teams gezeigt habe, wenn ich alle Charaktere hätte. L-Androids sind aktuell in Global, beziehungsweise nicht nur Global, sondern Dokkan an sich, leider mehr nice to have. Das werdet ihr merken. Wegen ihrer Passive. Das ist ein konstanter Boost. Das war damals der Fall. Aber die prozentualen Boosts von der Passive her, die geben viel, viel mehr her. Das werdet ihr gleich merken. Das werdet ihr gleich merken. Werden wir mehr darauf achten jetzt. Okay, und zwar so. Diese Rotation, wie gesagt, wollen wir beibehalten. Oh, guck mal, jetzt C21 als Leaderin ist sehr nice. Und ihr merkt schon, das Team funktioniert sehr gut. Einzige, bevor ich hier rausgehen will, ist euch zu zeigen, was für eine Bestie super geil 10 sein kann. Ich hoffe, ich bekomme das noch hin, weil er braucht seine Stacks erstmal, er braucht 4 Angriffe. Ich habe ihn jetzt leider rausrotiert, weil ich ihn mit Hellfighter 17 in der Rotation haben will. Nice. Das ist der Frenzy 17, der hat einen Dupe, by the way. Und jetzt sind wir bei Physisch Super Vegito und dann, ja, jetzt perfekt. Und zwar wird er hier nur einmal angriffen. Wir stellen ihn mal so auf, denn in der Mitte wird er zweimal angriffen. Ja, Fierce Battle. Wir haben jetzt Fierce Battle Links aktiviert, heißt, die Charaktere an sich machen mehr Schaden. C17, jetzt werden wir bei ihm erstmal sehen. Er hat noch gar keinen Stack, heißt 0% auf seinen Angriff. Er hat seine Damage Reduction, okay. Hellfighter 17 kommt hier auf knapp 1 Million. Auf 100% ist er ganz klar. Aber außerhalb davon, auf knapp 1 Million ist auf jeden Fall gut. C17 hier, beachtet das noch nicht. Er hat keine Stacks. Wenn die Stacks kommen werden, danach bekommt er 2 Angriffe. Ich will auf jeden Fall dafür sorgen, dass er die Stacks bekommt. Ich, ja, aber er zeigt sich hier schon, er zeigt sich hier schon. Komm schon. Hör auf, C17, er soll noch überleben. Oh nee, oh nee, oh nee. Mist, ich würde auf jeden Fall liebend gern das zeigen, weil ich kam auf ihn vorhin, als ich das getestet habe, aufscreen, auf 1,9 Millionen auf den Angriff im Radar. Aber jetzt haben wir ihn leider rausgenommen, wegen dem Linkskill 4 Battle. Egal, wir haben ja noch eine Runde. Ich hoffe, ich muss jetzt mal die Charaktere stoppen, aber ich werde das nicht schaffen, weil die teilen sich sehr gute Linkskills. Ich mache das Ganze mal so. Ja, ihr seht schon, jeder wird ulten. Naja, was soll's. Aber Super Vegito sollte das hoffentlich überleben, weil L.A. Androids zum einen keinen Fierce Battle hat. Anyway, wir werden das Ganze mal sehen. Den Dude solltet ihr auch nicht unterschätzen. Er hat 3 Ultis. Mit 12 Key macht er immense Damage, erhöht seinen Angriff und Verteidigung. Mit 12, 11, mit 10 Key auch. Und mit 11 Key macht er AOE Damage, also trifft jeden. Aber das macht nur Mass Damage. Also wenn ihr könnt, macht immer die letzte Ulti. Aber vergiss nicht, der kann auch mit 10 Key ulten. Und das ist auch eine gute Ulti auf jeden Fall. Leute, jetzt machen wir Stopp. Okay, okay, okay. Oh, shit. Jetzt hoffe ich, dass C17... Ah, wisst ihr was? Ich glaube, wir kommen nicht auf die 6. Wir kommen leider nicht auf die 6. Weil da müsste Super Vegito uns erst angreifen. Zweimal. Dann hätten wir alle 6. Macht er das? Ja, perfekt. Und die Rotation ist krank. Jetzt werdet ihr Zeuge von Super Geil 10. Er bekommt jetzt seine 6. Ihn haben 2 gefehlt. Er greift ihn sogar 3-mal an. Okay, nur her damit. Er bekommt den Boost von C21 als Supporterin. Und er hat 6 Linkshit getriggert durch Hellfighter 17. Freunde, Super Geil 10. Ich habe euch gesagt, ich habe auf den Tag gewartet, bis er meine Katrie bekommt. Und nein, nicht. Nein, 1,97. Ihr habt es gesehen. Warum kam das jetzt dazwischen? Aber ihr habt es gesehen. 1,97. Und das ist Super Geil 10. Genau das, Freunde. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Mit unserem neuen Super Geil 10. Jetzt gehen wir aber mal ganz schnell rüber auf die japanische Version. Alles klar. Und auf JP. Ebenso im selben Doken-Event. Und keiner weiß, wie oft das vorkam in letzter Zeit mit dem Stromsparmodus. Sorry.
Oh Leute, jetzt habe ich mich sogar noch verklickt, keine Ahnung. Egal, und zwar halten wir hier, ich habe glaube vorhin gesagt, ich halte C21 mit Super 17, physisch Super 17, die teilen sich viel links und richtig, ja. Das kann man machen, aber ihr könnt natürlich auch immer euren Friend nutzen, Freunde, euren Friend auch in eine Rotation lassen. Ich habe jetzt als Friend C17 genommen, nicht C21, weil C17 wegen seiner Pässe finde ich auf jeden Fall nützlicher, sage ich mal, wenn man ihn quasi mitnimmt, weil er Key plus 3 für jeden gibt, etc. und Death Boost. Aber wenn man quasi, wenn ihr die, C21, by the way, hat 2 Dupes bei mir. C21 ist richtig nice. Die ist richtig nice. Wenn ihr, by the way, beide in einer Rotation halten wollt, C17 mit C21, dann könnt ihr das ohne Bedenken machen, Freunde. Sie teilen sich zwar nur Fierce Battle und noch was. Fierce Battle und viel, noch was. Ich glaube noch was. Fierce Battle und noch irgendwas. Ich habe es gerade nicht im Kopf, was genau. Aber das ist überhaupt kein Problem, denn C17 gibt durch die Passive Key plus 3 für ihn, aber C21 gibt sich selbst auch Key plus 3. Deswegen, da müsst ihr euch keine Probleme machen oder Sorgen machen. Sorgen machen um Key. Anyway, die Rotation ist auf jeden Fall nice. Das ist so, wie wir sie haben wollten. Wir haben den EZA Cell. Wann sollte denn sein EZA kommen, Global? Nun, warum ist jetzt quasi sein EZA nicht gekommen? Obwohl wir gerade die Androids als Thema haben, sondern das von Full Power Freezer, was morgen erscheinen wird, ab 8.30 Uhr. Weil die Future-Kategorie fehlt, Freunde. Die Future-Kategorie fehlt in der globalen Version und die Future-Kategorie ist sehr effektiv gegen Cell. Deswegen müssen wir da warten, bis quasi Future Gohan rauskommt. Was nach dem kommt, also was nach 17 kommt, kann ich auch nicht wissen. Ich denke aber, die Chancen stehen eigentlich schlecht, dass Evolution wieder kommt. Eigentlich sollte er kommen demnächst, aber wissen, auf Global kann alles vorgeschoben werden. Es könnte auch sein, dass quasi mehr oder weniger ein Nebencharakter kommt, so wie Future Gohan zum Beispiel. Es könnte auch sein. Müssen auf jeden Fall mal gucken. Wir werden auf jeden Fall die Wochen schlauer. Aber außerhalb davon, wie gesagt, hier unser C21. Das Geile an C21 ist, sie tut Angriff und Verteidigung des Gegners senken, wenn sie ultet. Es ist, ich habe das Extreme Strength Super Battleroad geschafft. Dank C21 und dem neuen Buu, den wir gezogen haben. Zum neuen Buu wird auch auf jeden Fall noch ein Showcase kommen. Das sollte eigentlich Mittwoch der Fall sein. Könnte sich ändern, aber die Tage auf jeden Fall. Und außer davon, jetzt gucken wir uns mal. Guck mal, das ist, was für eine perfekte Rotation. Warum wohl, hä? Warum wohl? Ihr wisst, glaube ich, warum die Rotation perfekt ist. Ich glaube, jeder weiß hier, warum die Rotation so perfekt ist. Oh mein Gott, ich finde das auch auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass sowas, dass man sowas machen kann, ja, ist wirklich geil. Warum geht das? Nun, Tech heißt wie gesagt Perfect Cell, der Elle heißt Cell in Klammer Perfect Form und Garlic und Cell Junior, wow, nice, er hat gar nicht Cell zu ulten lassen und der Support heißt Cell Perfect Form in Klammer nochmal GT, der ist der aus GT. Oh, das ist auch eine sehr coole Rotation und zwar, wie machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze mal so, boom, lassen C21 angreifen auf jeden Fall. Sie wird Gutschaden machen. Sie wird auf jeden Fall Gutschaden machen. Typenvorteil. Extreme-Charakter. Fierce Battle ist aktiviert. Gucken wir mal an, wie das Ganze hier vonhanden geht. Und ja, ihr merkt auch schon, die Konstellation funktioniert auch sehr solide. Das Android-Team. Ich finde das Android-Team übertrieben geil. Und ich finde vor allem richtig geil, dass C17 solch ein guter Charakter wurde. Der ist so nützlich. Der ist einfach so gut. So ein Allrounder-Paket. Ich finde das übertrieben geil. Und BOOM! Aufgerundet 3 Millionen Crit von C21. Wenn sie sich noch transformieren würde, das wäre auf jeden Fall geil. Das wäre auf jeden Fall geil. So, Orb Changing. Ah, okay, da kamen leider nicht so viele Orbs. Für unser Boy. Ah, da kamen leider nicht weder für. Na, was mache ich? Verzeiht, Freunde, verzeiht. Keine Ahnung, warum ich jetzt die Orb. Keine Ahnung, warum ich gerade mit dem Orbs das nicht hinbekomme. Egal, kommt auch vor. Egal, wie. Ja, ich habe das in Absicht gemacht. Um C21 eine Chance zu geben, dass sich transformiert. Wie. Wer es glaubt, ne? Wie transformiert sie sich? Ab Anbeginn der 4. Runde hat sie eine. Und wenn die HP. Talala, über irgendwas sind, hat sie eine 30%ige Chance, Cell zu essen und sich zu transformieren. Ich werde gleich mal nachschauen, wann, also wie viel HP das waren, genau. Und hier unser Boy LSR mit der ersten Ulti. Jetzt auch ein AOE-Damage, trifft also jeden. Und, nice, 1,3. LSL, schätze ich, wird als nächster L auf Globe kommen. Eigentlich sollte Bardock kommen, nach der Timeline. Aber ich glaube, jetzt da so Battlefield kommt, weil man braucht für die Battlefield-Medaillen, da Androids gerade ein Thema ist. Denke ich eher LSL. Was denkt ihr? Oh, sie hat sich nicht transformiert. Sie hat sich nicht transformiert, leider. Aber die Bedingungen waren, wenn ich hier das
50%. Vierte Runde 50% drüber. Hat sie eine 30%ige Chance. Alles klar. Da wurden wir jetzt auch schlauer. Hat sie leider nicht ganz mit. Was soll's. Ich hoffe, im Showcase von dem Boo-Team Enhanced Transformation oder was haben wir gesagt? Intensifying Transformation wird sie dazu in der Lage sein. Ich schätze aber schon. Aber außerhalb davon ist C1 wirklich ein sehr, sehr geiler Charakter. Jeder, der sie gezogen hat, nutzt sie auf jeden Fall. Aber jeder, der sie nicht gezogen hat, wie ich, geht nicht ham. Denn sie ist auch in Zukunft in jedem anderen Banner nicht gefeatured enthalten. Und guck mal, wir töten hier Super Vegito legit. Wir senken seinen Angriff, die Verteidigung die ganze Zeit. Und C1 sollte das beenden, schätze ich mal. Yes, bay. Alles klar, Freunde, so viel zu dem heutigen Androids Teambuild Guide und Showcase auf JP und Global. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.